So, hallihallo. Und zwar heute geht es darum, BMW E61, seine Schwächen, seine Zicken und seine absoluten Stärken. Ich möchte euch das Fahrzeug ein bisschen näher bringen, weil es an und für sich ein extrem gutes und vor allem stabiles Langstreckenfahrzeug ist, wenn man ein paar Kleinigkeiten dabei beachtet, ne? Was ist vorweg einmal bei dem Auto fast ein bisschen Bedingung? Die Bedingung ist der 3 Liter Diesel. Warum? Ist in meinen Augen das Beste, was BMW zu bieten hat. Nach wie vor auch heute so. Wir sprechen da bei dem Fahrzeug jetzt, das ist ein 35D, der hat auch den 3 Liter Diesel mit einem Biturbo. Den gibt es natürlich auch im 25D, den gibt es im 30D. Und je nachdem, was man halt an Base haben will und wie man unterwegs sein will, ne? Das ist ein bisschen individuell. Was zu dem Auto in meinen Augen noch gehört, ist auf jeden Fall die Automatik. Wurscht, ob jetzt Sportautomatik wie in dem Fall oder eben die normale Automatik. Im Endeffekt sind die Facelift-Modelle schon wirklich sehr, sehr gute Autos. Die Vor-Facelift-Modelle sind mit Vorsicht zu genießen, zumindest bis 2004, 2005, wo die erste Modellserie mal fertig war. Ab dem Zeitpunkt geht es dann eigentlich relativ gut. Das Fahrzeug jetzt spezifisch hat jetzt ungefähr 170.000 Kilometer, hat die Erstzulassung 2010. Gebaut ist er worden 209. Ist in meinen Augen ein absolutes Traumauto. Leistungstechnisch genauso wie vom vorn her. Was gibt es zum Beachten? Als allererster reden wir bei dem Auto von Ölverlust. Nicht in dem Sinne Ölverlust, dass er sauft, sondern wir haben bei dem Fahrzeug, wenn wir uns den Motor mal genau anschauen, der ist bei allen gleich, nur der Luftfilterkasten ist bei den 25 und 30D ein bisschen anders. Der liegt da seitlich und ist lang. Der läuft dann auch ein bisschen rauer als der jetzt in dem Fall. Aber im Endeffekt bleibt es das gleiche. Da herunten, wenn da was verölt ist, dann könnt ihr schon mal davon ausgehen, dass die Ansaugbrücke definitiv undicht ist. Das ist gerne in dem Bereich da. Wenn man die Abdeckung runternimmt, sieht man das dann gleich. Also das solltet ihr beim Kauf gleich mal anschauen. Natürlich, was ist noch zum Beachten? Wartungsstau. Wartungsstau ist bei dem Auto ganz blöd. Er läuft über Kette. Ich persönlich wechsle das Öl alle 15.000 Kilometer. Das würde ich jedem empfehlen, der das Auto fordert. Die Kette bzw. der Kettenspanner und die Kettenführungen werden es euch danken. In dem Fall, dass die Kette sehr lang haltet. Wir haben da natürlich noch mehrere Schwächen als nur diese eine. Zunächst einmal die Thermostate. Das ist gar nicht so einfach zum Prüfen bei dem Fahrzeug. Da könnt ihr sich ein bisschen schauen im Internet. Gibt es die eine oder andere Schilderung, wie komme ich ins Geheimmenü bei dem Fahrzeug? Schaut euch das an, bevor ihr das Fahrzeug kauft, weil die Thermostate an sich kosten beide zusammen. Weil wir haben einmal den AGR-Thermostat, einmal den großen Hauptthermostat. Das ist da unten. Beide zusammen kosten ungefähr, ja, würde ich mal sagen, so 70 bis 80 Euro. Und der Einbau sollte jeder, der ein bisschen technisch verständlich hinkriegen, aber wenn man jetzt natürlich ein neues Auto kauft, ist vielleicht auch nicht gut selber herumschrauben, wenn man Garantie hat, gehört dann aber gemacht, ne? Und das ist wichtig. Dann, was gibt es noch gleich am Anfang zu machen? Wenn ihr das Auto kauft, wurscht, ob jetzt mit 110.000 Kilometer, mit 200.000 Kilometer, ihr solltet sofort die Ansaugbrücke runternehmen und die Trallklappen, vor allem bei den Vor-Facelift-Modellen, sehr, sehr happig. Die haben nämlich 22 mm große Trallklappen. Diese gleich austauschen gegen Blindstopfen. Wenn ihr das macht, ist der Motor schon einmal geschützt bis zum geht nicht mehr. Und es sind schon mal 70% der Fehlerquellen ausradiert mit einem Schlag. Wenn ihr Garantie habt, natürlich hinfahren zum Händler, mit dem darüber reden, weil eventuell kriegt ihr eine neue Ansaugbrücke. Dann habt ihr natürlich auch 2 Jahre lang wieder erneut Garantie auf das Bauteil und die Folgeschäden eventuell. In dem Fall würde ich selber nichts angreifen, sondern das machen lassen von denen.
Und du bist eigentlich auf der sicheren Seite für 2 Jahre. Sollte dir so eine behinderte Tragklappe abbrechen, Motorschaden, kriegst du einen neuen Motor geschenkt. Ist natürlich auch schön. Was gibt es noch zum Beachten? Motorisch an und für sich gibt es kaum Schwächen bei dem Ding, bis auf die Tragklappen. Noch wichtig ist die Automatik. Wie prüfe ich die Automatik richtig? Ihr fahrt eine Proberunde mit dem Fahrzeug. Ihr habt entweder Schaltwippen oder habt eben den Automatikknauf. Ne? Beim Automatikknauf ist es so, dass ich nach links, also wenn ich auf D bin, kann ich ihn nach links herüber drücken. Komme so in den manuellen oder in den Sportmodus. Ihr geht es dann her und wenn ihr fahrt, während der Fahrt, tust den Hebel nach links um und schaltest einmal auf für der Obi. Dann kommst du automatisch in den manuellen Modus. Im manuellen Modus hat man den Vorteil, dass man die Automatik drehen kann. Und nur so kannst du es richtig prüfen im Endeffekt. Deshalb ist am besten auf die nächste Autobahn. Beim Auffahren zum Beispiel gehst her, drehst den Drehzahlmesser bis ungefähr, also bis sag ich mal, 3/4 vom Drehzahlband des Motors, ist wurscht, ob jetzt Benzin oder Diesel. Und gehst dann her und schaltest, also du haltest ihn zuerst einmal bei 4000 Touren, du lässt noch mal 2-3 Sekunden auf sich beruhen, schaltest dann in den nächsten Gang. Das machst du auch für bis zur 6. Wenn möglich natürlich, jetzt kannst du durch die Stadt 150 fahren, ist auch klar. Wenn er zum Beispiel ruckelt von 1 auf 2, dann weißt du schon, okay, das ist was Happiges. 2 auf 3 ist dann wieder einigermaßen normal. Das ist der meistgenutzte Gang bei dem Fahrzeug. Da kann schon mal sein, dass der ein bisschen ruckelt. Ne? 3 auf 4 sollte dann wieder nicht so sein. 4, 5 und 5, 6 sowieso gar nichts. Das darfst du nicht spüren, wenn du was spürst. Weißt du, die Automatik hat dann Spinne und Finger weg. Meistens ist es die Mechatronik, die dann Faxen macht und gleich mal WO geben wird. Beim E61 haben wir dann noch eine kleine oder relativ große Schwäche des Fahrzeugs. Wir sprechen hier, also wenn wir uns das da anschauen, das ist die Heckklappe und die Scharniere. Das ist ein Riesenproblem. Warum? Beim Öffnen streckt sie das Kabel und beim Schließen knickt das Kabel. Natürlich ist ein Kabel mit einer Lebensdauer dann sehr eingeschränkt und man sollte zumindest schauen, ob die Kabeln brüchig sind. Das kannst du am besten, indem du die kleine Heckklappe aufmachst, also dann wirklich nur die Scheibe öffnest und dir die Kabeln anschaust, wie schauen die aus. Die kannst du dann wirklich sehen, wenn du dann da seitlich reinschaust, weil es ist dann nur ein Scharnier von den zwei da und kannst dann von der jeweiligen Seite reinschauen, wie das ausschaut, ob das noch gut ist oder nicht. Somit sind wir eigentlich mit den Schwächen von dem Fahrzeug schon so ziemlich durch. Wenn wir jetzt ein Pano haben, sind die Panoramadachabläufe vom Wasser noch unbedingt zum Prüfen. Da setzt ihr nämlich das Batteriefach unter Wasser mit ein bisschen Pech. Aber sonst gibt es eigentlich nichts, was man sagen könnte über das Fahrzeug, was nur irgendwie negativ wäre. Was bei dem Fahrzeug halt sicher ein großes Problem halt ist auf lange Sicht, ist, er ist dann doch ziemlich teuer. Ne? Weil die Felgen an sich zum Beispiel sind schon mal sowas bei dem Fahrzeug, wo ich sage, das kostet richtig Geld, weil das ist alles so eine kleine Idee. Durch die kleine Idee ist es natürlich wirklich, wirklich anstrengend und teuer. Ne? Ansonsten gibt es eigentlich nichts, wo du drauf aufpassen musst. Natürlich auf den allgemeinen Zustand achten, den üblichen Verdächtigen natürlich auch schauen. Aber wenn du auf die Probleme achtest, bist du eigentlich bei dem Fahrzeug schon ganz vorn dabei. Also an die Sitze kannst du vielleicht noch ein bisschen was vom Kilometerstand überlesen, ob der wirklich original ist. Weil die Autos sind nämlich prädestiniert für Kilometer runterdrehen. Warum? Da ist jeder Kilometer bares Geld bei dem Auto, wenn du den verkaufst, irgendwann einmal. Ne? Ansonsten würde ich persönlich sagen, wenn du ein gutes Modell findest, das dir zusagt, zuschlagen, die Kleinigkeiten beheben und einfach nur genießen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was über das Fahrzeug näher bringen. Wenn ihr Fragen habt, einfach schreibt mir in die Kommentare, ich antworte euch sofort. Und ich hoffe auch, dass ihr euch da
nicht von euren Gefühlen leiten lässt bei so einem Auto, sondern wirklich das konsequent und gut anschaut, weil es ist einfach wichtig. Du kannst nämlich bei so einem Auto richtig, richtig einfahren. Um Tausende von Euro, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie schnell das geht. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche an jeden viel Spaß und viel Spaß mit dem Auto, solltet ihr euch eins kaufen. Bye, bye.